Lieben, und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ich zeige euch heute, wie ihr das absolut allerbeste aus euren Wimpern rausholen könnt. Ich habe für mich so eine kleine Routine gefunden, die für mich super funktioniert und wo meine Wimpern bestmöglich aussehen und in Szene gesetzt werden sozusagen. Und das möchte ich euch natürlich gerne zeigen. Ich möchte euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben und euch zeigen, was ich da aktuell mache. Denkt aber immer bitte daran, nur weil Sachen für mich funktionieren, heißt es nicht automatisch, dass sie auch für euch funktionieren. Ich finde, gerade bei Wimpern ist es immer so eine Sache, bei Mascaras irgendwie, was der eine liebt, findet der andere total schrecklich und funktioniert gar nicht und umgekehrt. Also von daher, ich kann euch nur sagen, was für mich funktioniert, und ich zeige euch auch ein bisschen meine Tricks, was das Auftragen angeht, was für Schritte ich vorher mache und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass es vielen von euch helfen wird und hoffe das natürlich auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Tutorial und hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Viel Spaß! So, mein erster Schritt ist tatsächlich einer der essentiellsten Schritte für mich, und dabei geht es darum, auf der oberen Wasserlinie und am Wimpernkranz ein bisschen Definition zu schaffen durch einen Kajalstift, sei das, obwohl es muss kein Kajalstift sein, es kann natürlich auch ein Lidschatten sein, was immer ihr machen möchtet, aber es macht tatsächlich ganz viel aus, um eure Wimpern dichter und voller aussehen zu lassen. Ich nehme jetzt hier von Marc Jacobs den, der hat ja so einen langen Namen. Fineliner Ultra Skinny Gel Eye Crayon. Das ist ein dunkelbraun, das ist die Farbe O Spice, und der hat eine unheimlich feine Spitze. Das heißt, man kann super mit dem arbeiten, eben auch in der Wasserlinie. Und wenn das was ist, was ihr unangenehm findet, kann ich natürlich total nachvollziehen. Ist auch nicht das Allergeilste, sich mit einem Stift im Auge rumzumalen. Ist aber, man gewöhnt sich total dran. Ich habe Kontaktlinsen, für mich ist das überhaupt kein Problem mehr. Und damit gehe ich einfach immer entlang ein paar Mal. Man könnte natürlich auch schwarz nehmen, ich nehme jetzt aber dunkelbraun, weil das reicht sogar vollkommen aus. Und ihr seht schon gleich, dass das Auge einfach definierter aussieht und die Wimpern dadurch schon fast so ein kleines bisschen voller wirken. Das macht wirklich viel aus, also diesen Schritt kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Dann gehe ich im oberen Wimpernkranz entlang mit demselben Stift, und ich würde euch nicht direkt empfehlen, wirklich einen Lidstrich zu machen, weil gerade, sage ich mal, ein Winged Eyeliner, so ein dickerer Lidstrich, kann die Wimpern eher kürzer wirken lassen, wenn ihr nicht keine, also wenn ihr keine falschen Wimpern irgendwie noch draufklebt. Wirkt ein richtig dicker Eyeliner, also es muss gar nicht mal ein richtig dicker sein, aber schon intensiverer Winged Eyeliner, zum Beispiel mit einem, weiß ich nicht, mit einem flüssigen Eyeliner oder mit Gel-Eyeliner, kann wirklich die Wimpern eher ein bisschen untergehen lassen. Deswegen würde ich euch nicht empfehlen, sowas zu machen jetzt, um die Wimpern hervorzuheben tatsächlich. Ich gehe einfach hier mit dem Kajalstift so nah wie möglich an meinem Wimpernkranz entlang und mal den so ein bisschen auch in die Wimpern rein. Und dann nehme ich hier einen abgeschrägten Pinsel, der ist relativ weich, das heißt, man kann wirklich sehr, sehr schön soft mit dem arbeiten. Und damit blende ich den Kajalstift jetzt einfach ein kleines bisschen aus, mache die Linie schön weich und soft. Ich wische auch gerne einfach so ein bisschen mit meinem Finger drüber, um wirklich die Kanten schön weich zu machen. Und dann noch was ich euch sehr empfehlen kann, ist den Eyeliner so ein kleines bisschen nach außen zu ziehen, in der Wingform. Allerdings auch hier, es muss nicht perfekt sein. Und auch das dient einfach der Wimpernverstärkung, weil wenn ich jetzt die Wimpern hier außen tusche, sieht es so ein bisschen so aus, als hätte ich da mehr Wimpern, weil dieser äußere Schwung dadurch einfach nochmal verstärkt wird. Wenn es euch wirklich nur um die Wimpern geht und ihr keinen Lidschatten drauf habt, so wie ich jetzt, und es einfach für euch für den Alltag ist, würde es auch vollkommen reichen, wenn ihr auf die obere Wasserlinie den Kajalstift macht und vielleicht so ein kleines bisschen Farbe hier am Wimpernkranz aufgebt. Auch das könntet ihr rein theoretisch weglassen. Aber ich finde, gerade bei Lidschattenlooks ist es so tatsächlich am allerwirksamsten, wenn ihr eben nur eure Wimpern tuscht und keine falschen Wimpern verwendet. Und ihr könntet natürlich auch diesen rauchigen Liner ein kleines bisschen softer machen für den Alltag. Oder statt einem Kajalstift nur Lidschatten nehmen und zum Beispiel mit einem abgeschrägten Pinsel ist einfach nur so den Lidschatten, den dunkelbraunen oder schwarzen, so ein bisschen in die Wimpern reinstempeln sozusagen. Dann habt ihr einen ähnlichen Effekt, aber einfach noch ein bisschen natürlicher und könnt dann die Wimpern richtig tuschen. Dann Wimpernzange. Ich habe ganz lange selber nicht an Wimpernzangen so richtig geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ein paar probiert und die haben alle nicht wirklich was für meine Wimpern gemacht. Deswegen habe ich gesagt, brauche ich nicht. Meine Wimpern sind lang genug und geschwungen genug. Nein, nein, nein. Die Wimpernzange, die ich habe, ist von Tweezerman. Ihr wisst, wie sehr ich sie liebe. Ich weiß leider nicht ganz genau, wie dieses Modell heißt, aber ich verlinke es euch natürlich unten in der Infobox. Und diese Wimpernzange macht halt wirklich so einen krassen Unterschied. Die biegt die Wimpern hoch wie
wie, als gäbe es keinen Morgen mehr. Die Wimpernzange ist eben auch speziell so designt, dass sie an alle Augenformen sehr gut rankommt, eben auch an tiefliegende Augen und sehr mandelförmige Augen, dass wirklich jede Wimper mit hochgebogen wird. Die legt sich richtig schön so am Auge dran, ans Auge dran, so rum. Und ich gehe einfach immer mit so leicht öffnenden und schließenden Bewegungen so an den Wimpern entlang sozusagen. Und dann halte ich es kurz. Und es ist schon ein enormer Unterschied. Also wie ihr seht, sind die immer wirklich deutlich nach oben gebogen und dieser Schwung hält auch den ganzen Tag. Und ich mache das zum Beispiel ganz so, wenn ich mich gar nicht schminke, ich biege trotzdem immer meine Wimpern hoch, weil ich gleich so viel wacher und frischer und besser aussehe. Dann nur durch diese kleine Tarte hier. Also das kann ich euch sehr empfehlen. So, dann kommen wir zum Tuschen. Und hier nehme ich von Tarte die Lights Camera Lashes Mascara, die ich am Anfang nicht mochte, als ich zum ersten Mal probiert habe. Das ist eine Mascara, die sehr, sehr viel Länge gibt und ich bin generell, mir ist Volumen einfach wichtiger. Aber die Mischung aus dieser Mascara und einer anderen, die ich gleich noch verwenden werde, ist für mich so absolut ideal, weil man hat das Beste aus beiden Welten sozusagen. Was ich immer mache, ich streife die Mascara ab, weil da ist immer relativ viel Produkt dran tatsächlich. So sieht die Bürste aus, dass ihr die einfach nochmal gut sehen könnt. Und damit gebe ich meinen Wimpern jetzt erstmal einfach richtig viel Länge. Ich trage davon nicht viel auf, ich gehe wirklich einfach nur so in so leicht wischenden Bewegungen über meine Wimpern. Und ihr seht, die gibt einfach ganz viel Länge. Allerdings gibt sie eben nicht genug Volumen, also für mich persönlich. Und deswegen nehme ich immer noch mal eine meiner absoluten Lieblingsmascaras, Maybelline Lash Sensational. Und das ist wirklich eine Mascara für Volumen. Die hat dieses leicht gebogene Böschen, wie ihr seht, und diese Noppenborsten sozusagen. Und damit gehe ich jetzt wirklich so nah wie möglich an meine, an die Wurzeln der Wimpern sozusagen, also ganz weit innen. Und damit gehe ich jetzt immer in so leicht wackelnden, ruckelnden Bewegungen, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, wirklich hier nochmal rein und dadurch kriege ich einfach nochmal viel, viel mehr Volumen. Ich gehe damit gar nicht bis hoch in die Längen, da ist ja schon die Tarte Mascara, sondern hier geht es jetzt wirklich ums Volumen. Und mit der gehe ich auch immer an meinen unteren Wimpern entlang. Und so kriege ich einfach das für mich beste Ergebnis. So, meine Lieben, ich hoffe sehr, ihr konntet hier ein paar Tipps und Tricks mitnehmen und das Video hat euch gefallen. Wenn das war, gebt mir gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr neu hier seid. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Tricks habt für die Wimpern, was für euch gut funktioniert und wie diese Routine hier für euch funktioniert hat, wenn ihr sie ausprobiert habt. Also, let me know und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüssi.